Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute habe ich schon wieder etwas von Panderen. Dieses Mal der dritte in der Icon of Wales Serie. Ich arbeite meinen Weg rückwärts. Hier habe ich tatsächlich Dylan Thomas. Also, Wales ist natürlich ein Teil von Great Britain, Großbritannien. Und Panderen ist jetzt hier ein Whisky, mit dem ich mich langsam jetzt aber sicher auseinandersetze. Und die Flasche ist cool, nicht wahr? Und der Duft, was hier rauskommt. Danke, danke, danke für diesen Sample. Ich habe vergessen, wo ich das hier gekauft habe, aber die Flasche ist bombastisch cool. Meine Frau hat auch schon wieder den angemeldeten Anspruch auf diese Flasche. Das jetzt hier steht Sherrywood da drauf. Es ist, wie ich sagte, schon der dritte in der Reihe. Und der Dylan Thomas ist ein Writer, Poet und Broadcaster. Also ein Schreiber, ein Poet und auch noch jemand aus dem Fernsehen. Und das wurde tatsächlich hier hat ein Silbermedaillen gewonnen in der Worldwide No Age Competition Category bei der Internationale Wines and Spirits Competition 2014. So, es ist Sherry-Fässern. Also waren da steht auf der Homepage Dry Oloroso Ex-Sherry Wood. Also Ex-Sherry-Fässern. Also trockene Oloroso Ex-Sherry-Fässern wurden benutzt. Mit einer Mischung aus Bourbon-Fässern hierzu. Und das ist eine richtig, richtig schöne Duft, was mir entgegenkommt hier. Wow, also da ist wirklich eine trockene Sherry-Note, muss ich schon sagen. Boah, der ist echt so extrem. Oh, das ist ein. Ihr seht, ich lächle jetzt schon. Das ist so ein Whisky, wo ich wirklich Freude daran habe, daran zu riechen. Also, Pandere gibt es praktisch seit 2004, wenn ich jetzt richtig. Nee, 2006, wenn ich hier richtig lese. Ich habe schon ein paar Whisky davon verkostet. Auch ein wenige, zwei, glaube ich, hier vor der Kamera. Prince Charles hat damals auch tatsächlich die Grand Opening mit auch beigewohnt und die haben eine Faraday Kupferbrennblase, der ein einstufiger Pot Still ist und das ist eine richtig interessante Verfahrenstechnik, die sie da haben. So, der Pandera, das war der Nummer 5 in der Reihe von Icons, das war Brian Tafel. Der hat tatsächlich den European Whisky of the World of the Year 2018 gewonnen hier von Jim McMurray. Der war nicht so berühmt, diese Sache hier. Eins war The Red Flag, zwei war Independence, drei ist hier Dylan Thomas, was ich im Glas habe. Vier ist That Try und fünf war dann hier den Brian Tafel. Insgesamt gibt es 50 hiervon. Keine Ahnung, ob ich alle 50 Videos eines Tages hier bis zu Ende verkostet habe, aber ich schaue mal, was möglich ist. Also, jo, ich steige einfach mal ein. Anders. Das ist das Interessante von Pandera. Die wollen nicht unbedingt Scotch imitieren, die wollen nicht japanische, die wollen nicht mal das amerikanisch imitieren, die wollen ein eigenständiges Produkt hier rausholen. Und damals hat Dr. Jim Swan natürlich geholfen. Und dort, wo Dr. Jim Swan seinen Finger drin hat, ist da Magie. Also ob es Kilhoman war, ob es denn dann damals in Carvalan war, ob es dann auch hier bei Penderen ist und ein paar anderen Distillerien hat er geholfen, da einfach Sachen herzuzaubern, die vorher gar nicht denkbar wäre. Und er sagte ganz ehrlich, in seine Tasting Notes, die ich vor mir habe, er sagte, diese Pandera Sherry Wood beginnt mit der Aroma von zuckerigen Bourbon. Reich mit dieses cremige Toffifee und Vanille. Ich habe viel Vanille, ich habe einiges an Sherry und ein kleines bisschen Toffifee, stimme ich einfach mal zu.
Also, dann kommt dann dieses Green Apples, also diese grünen Äpfel. Und das ist so ein Kennzeichen, ein Merkmal hier von Pandera. Fast immer, egal was man trinkt, am Ende, was bleibt im Mund, nachdem alles andere weg ist, als ob man wirklich ein Granny Smith da gerade gegessen hat. Diesen grünen Apfel ist wirklich denn da. Und dann kommt auch da diese wunderschöne bärige Noten hier von der Sherry, was da ist. Super, super, super. Also er sagt auch irgendwas von weiße Johannisbeeren. Er sagt irgendwas von Melone, kann ich nicht so mit nachvollziehen. Aber das ist eine interessante Sache. Also ich werde mir einmal nippen, noch einmal Wasser hinzutun und dann schauen, wie ich das denn so erlebe. Ja, nett. Nicht wow, nicht schlecht, nett. Ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen diese Melone in diesem Moment. Auch diesen grünen Apfel habe ich immer noch. Der ist relativ weich, sehr, sehr trockener Sherry-Moment, aber nichts verstört. Also auch da dieses Trockenheit ist nicht so, dass ich da bin und einfach denke, wie kann ich meinen Mund aufmachen? Aber das ist schon, vielleicht bin ich das, vielleicht ist das der Whisky momentan. Vorne in meinem Mundraum kommen wenig Noten an, aber ganz tief hinten, da im Rachen fast, hinten an meine Zunge ist die ganze Zeit dieses Wow, diese cremige, wunderschöne Moment. Und das ist schon unnormal ist es nicht, aber es ist ungewöhnlich. So, ein bisschen Wasser hinzugekippt. Ich krieg ein bisschen mehr, nicht nur Sherry, nicht nur Apfel, nicht nur Toffifee, nicht nur Melone denn da, sondern ich krieg auch frisch abgebrochenen Birkenzweig. Also wer schon einen Birkenzweig abgebrochen hat und daran gerochen, das ist dieser Moment, was ich habe. Angenehm. Und ich kriege auch noch, und das ist, habe ich auch noch nie gehabt, ich habe selbstgemachte Blaubeermuffins gemacht. Und da kommt einiges auch an Öl da rein. Also da benutzt man Sonnenblumenöl, oder ich wenigstens, Amazole und so weiter. Und die sind sehr schwer. Also die gehen ein bisschen auf, aber kaum, aber die sind sehr kompakt und sehr, sehr gut. Und da in diesem Moment, dieses Blueberry Muffin habe ich hier auch gehabt. Jo. Okay, ich probiere ein letztes Mal. Also der Pandere Brian Tafel war irgendwie bananig. Da war diese Banana Split und so weiter. Das war okay. Der ist tatsächlich, oh, ich kriege immer wieder diesen Muffin-Moment. Cool. Diese Blueberry Muffin, ein bisschen auch mit dem grünen Apfel dazu, ein bisschen auch mit dieser Melone, wie gesagt, ein bisschen auch eine cremige Toffifee, ganz, ganz zart und leicht, also nicht eine Hammer, wie ich kenne von meinen Bourbons. Also gefällt mir außerordentlich gut. Also man kriegt diese Flasche hier für 50, 55 €, wenn man noch findet. Ich gebe dir ein solide 2. Das ist ein Frühling, das ist ein Sommerwhisky, der ist leicht, der ist dezent. Da ist auch einiges da drin, darunter, wenn man einfach erlaubt, das auf der Zunge gehen zu lassen und einen Moment einfach wartet, dann offenbaren sich ein paar mehr Nuancen. Also ein 2. Wow. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also Dylan Thomas ist nicht unbedingt der Mann, den ich als hübsch finde, aber das war nicht die Frage. Preis-Leistung auch für 50 € für eine 0,5, nee, 0,7 Flasche sogar. Also da sage ich mal 2 minus bis 3, 3 plus plus. Also 3 plus plus. Also wow, gut. Also Leute, wer einen gerne, also ich denke, ja genau, ich denke jetzt hier an eine Rose Zinfandel aus Sommerwein. Und das ist ein Sommerwhisky. Sehr leicht, sehr dezent, sehr gut, kann ich empfehlen. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist: Ist das gut, hier Gesichter von berühmten Persönlichkeiten auf Whiskyflaschen drauf zu tun?
Glenn Farkless macht das mit deren Classic Edition. Ich glaube, die sind jetzt momentan bei 22 angekommen mit Thomas Reed. Also ist jetzt ist denn Pandera, das machen die auch mit 5, haben sie schon in 45 nach Vorsicht. Erstens kennt ihr andere Flaschen, Serien, Whisky-Serien, wo berühmte Persönlichkeiten denn dort. Ah, die Author Series habe ich auch gerade getestet mit Tomoa, die 25 Jahre alte, denn da. Das war auch eine interessante Sache von der Douglas, nicht Douglas Lane, sondern der Lane und Company, wie heißt der Sohn davon? Und so weiter und so weiter. Ja, Douglas Lane war das, das war der Sohn, glaube ich, davon. Also, welche andere berühmte Reihen kennt ihr von Persönlichkeiten der Geschichte, die auf Whiskyflaschen kommen? Und die zweite zusammenhängende Frage ist: Ist das eine gute Idee? Einfach meine Frage an euch: Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, immer wieder meine Sample-Liste schauen und auch bei Amazon irgendwas anderes kaufen. Das hilft. Sonntagabends habe ich meine wunderbare Livestreams. Macht mir Spaß. Samstags kommt immer ein Scotch und montags bis freitags kommt was auch immer. Momentan mehr Wales und ein bisschen mehr auch andere Länder kommen dazu wie Schweden und nicht nur Bourbons, denn ich habe kaum noch Bourbons da. Okay, falls jemand Bourbons hat, bitte kontaktieren whiskeyjason@gmail.com. Vielen Dank, tschüss und bis morgen. Bye bye.